Hey, grüßt euch. Ich bin JB und ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Auf meinem Kanal hier werdet ihr kleine Abenteuer finden. Abenteuer, die ich draußen in der Natur erlebe und die ich festhalten möchte mit dieser Kamera in diesem Kanal, um sie mit euch zu teilen. Ich bin sehr gerne draußen unterwegs, sehr gerne auch alleine. Das erlaubt mir so eine richtige Verbindung einzugehen mit der Natur. Richtig in diesem Moment ganz bewusst und achtsam da zu sein und das Leben, so wie es sich gerade hier zeigt, zu erleben und zu genießen. Ich mache verschiedene Touren, ich gehe wandern, ich gehe einfach durch den Wald, ich übernachte nachts mal draußen im Wald, ich mache auch gerne Kanutouren und auf diesen kleinen Abenteuern möchte ich euch gerne mitnehmen. Ich werde euch auch Tipps geben, was braucht man, um in der Natur klarzukommen, was muss man beachten, um eine Nacht im Wald zu verbringen, welches Equipment ist geeignet dafür. Dann werde ich euch Wandertipps geben, dass die eine oder andere schöne Tour vorstellen, ein paar schöne Ziele zeigen, wo man hin kann, wo schöne ursprüngliche Natur in Deutschland oder in angrenzenden Ländern noch ist. Ich beschäftige mich auch mit Dingen wie Meditation, Achtsamkeit. Das sind Eigenschaften, die für mich ganz klar mit der Natur verbunden sind. Richtig hier zu sein, diesen Augenblick zu genießen, was man in der Natur sehr schön kann. Einfach diese Geräusche zu hören, die Gerüche wahrzunehmen, das Gefühl einfach zu genießen, der Stille, der Natürlichkeit. Ja, es ist eigentlich schon Meditation. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist in unserer heutigen Zeit. Dass wir diese Ruhe und diese Bereitschaft, den Moment ganz tief zu erfahren, dass wir das gar nicht mehr so richtig wertschätzen oder uns gar nicht mehr dafür richtig öffnen können. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren mehr und mehr erfahre für mich und auch diesen wunderbaren Wert darin wiedererkenne. Vielleicht kann ich euch ja auch ein bisschen inspirieren mit meinen Videos, selber in die Natur zu gehen, auf so eine achtsame Art, das Ganze mal in Ruhe zu genießen, nicht nur einfach durchzurennen, nicht nur irgendwo anzukommen. Das würde mich natürlich freuen. Ja, und eine andere Seite von mir ist auch schon immer sehr technikverliebt. Ja, ich bin so ein Internetkind der ersten Stunde. Das heißt, diese Kombination hier mit einer Kamera in die Natur zu gehen, damit kann ich wiederum zwei Hobbys sozusagen, also zwei Dinge, die ich sehr gerne mag, verbinden. Und ich habe das dieses Jahr mal ausprobiert und habe gemerkt, ja, das macht mir Spaß, das ist witzig. Ich habe schon lange früher auch, wo das angefangen hat mit YouTube, mal so rumgespielt, aber nie so einen richtig festen Kanal mit regelmäßigen Beiträgen fortgeführt. Und genau das passiert jetzt gerade. Ich habe festgestellt, dass mir das richtig Freude macht und ja, ich bin gespannt, was noch so alles für Ideen kommen. Ich mache das wirklich aus so einer inneren Freude heraus, also aus einer Stimme sozusagen. Ich muss es einfach machen. Ich weiß gar nicht genau, wo das hinführen wird, was da noch draus wird. Ich habe da gar nicht so konkrete Absichten. Ich schaue einfach, was sich entwickelt, was ich irgendwie in den Filmchen zeigen will. Und ja, der Schwerpunkt natürlich, wie gesagt, auf jeden Fall Natur, draußen sein, mit allem, was dazu gehört. Aber auch Fitness ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir auch in den letzten Jahren sehr viel Freude bereitet hat, sehr viel positive Veränderungen in meinem Leben gebracht hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich da einfach auch was von teilen möchte. Und dann schauen wir einfach, was so sich noch zeigt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Filmchen mehr. Und schreibt eure Kommentare unten rein, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Fragen habt. Da freue ich mich super drüber. In diesem Sinne freue ich mich, euch wiederzusehen. Sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.